wollen uns testen. Weil hier oben müsste irgendwo noch ein Manticore rumstehen, genau. Ich erfasse das Objekt. Auf gut, ich rücke vor. Den nervigsten Manticore haben wir zum Glück besiegt. Feindliches Ziel eliminiert. Feindlicher Soldat besiegt. Meltern wir den einfach mal weg. So. Und eigentlich könnte ich mal einen Prometheum-Schlag hier anfordern. Er wird uns gehören, Sir. So. Wir haben die Position erobert. Solchen Marines, auf uns. Da kommt jetzt endlich mal das Chaos. Wir werden angegriffen. Das ist das Schicksal des Chaos. Okay, hier ist überlebende Truppen. So. Zwei Sentinels, ein Gardistentrupp und dann. Da ist noch eine Kiste gewesen. Chaos Ziel zerstört. Ausrüstung in Empfang genommen. Bin schon unterwegs. Wurde jetzt nachgeladen? Warten auf Befehle. Ja. Kommandant einsatzbereit. Verstärkung wurde abgesetzt, auch wenn ich sie jetzt nicht gesehen habe. Und du bist immer noch hier oben. Ja. Jo. Zeit für etwas Bewegung. Dieses Land soll meine verwesende Berührung spüren. Ja, Hulka, hier halt die Klappe. So, jetzt dürfen wir hier das Gebiet sichern und dann hier den Bunkerbereich, das Waffenlager sichern. Oh, ein nehmen was. Das war einer meiner Trupps. Wir sind hier, an die Arbeit. Kadianer sind allzeit bereit. Wir sind bereit. Signal erhalten. Neue Befehle. Gut. Dank sei dem Imperator für diese Waffe. Du erhöhst mal deinen Schaden. Warten auf Befehl. Das Ding ausschalten. Und ihr stürmt vor und brennt den Bunker leer. Da kommt mein Ersatz-Sentinel, den der Panzer gerade zerstört hatte. Oh. Der Manticore von da hinten feuert hier rüber. Das ist weniger nett. Das heißt, schnell aus dem Krisengebiet raus. Ach, jetzt kommt die schöne Sache, die Chimären-Piloten zu töten, bevor diese die Chimären besetzen. Melde Feindkontakt!
Okay, in eine Chimäre haben sie es geschafft. In die andere schaffen sie es hoffentlich nicht. Nein. So. Da ist ein Manticore noch. Hier, Kommandant. Ich höre. Ich erfasse das Objekt. Ich hätte gerne. Gut, ich rücke vor. Das da. Kommandant einsatzbereit. Ich werde attackieren. Besser, ich zeige, wie es gemacht wird. Wow, nicht direkt reinrennen. Au. So, das heißt Verstärkung nachrufen. Das ist ziemlich zerstört. Gut. Den Manticore sind wir auch los. Energiepunkt einnehmen. Auch wenn Energie jetzt nicht so wichtig ist. Nee, wir behalten mal die Anforderungspunkte fürs Erste. Weil ich glaube, nachher brauche ich auf jeden Fall noch ein schweres Waffenteam, wenn wir an dem Punkt hier angekommen sind. Hier. Auch wenn ich hier noch Anforderungspunkte kriege, aber ich... nutze ich die dann lieber für zwei schwere Waffenteams. So begierig, sich diesen Heuchlern anzuschließen, dann werden dein Blut und deine Knochen sie in Ulkaiers Maul führen. Ziel eingenommen. So, wir dürfen jetzt das Munitionsdepot verteidigen. Als dann, ich rücke aus. Ich erfasse das Objekt. Und müssen uns gegen ein paar Chaos-Ketzer verteidigen. Oh, da steht noch ein Sentinel vor mir. So, der Cybot ist nervig, aber er ist tot. Jetzt kommen Verräter der Kadia. So, noch ein Trupp. Und ich glaube, von hier aus kommt dann nachher auch noch was. Schutzrüstung im Armageddon-Muster erhalten. Oh, ein Baneblade. Erstmal muss der Baneblade weg. Genau, jetzt kommt von der Richtung was. Also müssen wir jetzt in die Richtung rüber. Jo. Die paar solchen Marines sind auch kein Problem. Und da dürfte jetzt der letzte Angriff hochkommen. Greife Ziel ein. Wir werden angegriffen. Ihre Ordnungs haben es auf uns abgegeben. Wir sind hier draußen festgenommen. Na, die solchen Marines, die explodieren mal wieder. Wir haben sie vertrieben. Wir können diese Stellung für den Augenblick halten, Commander.
Wenn sie das Lager einnehmen, brechen sie den Abtrünnigen das Rückgrat. Viel Glück, Sir. Das Imperium siegt immer. Jo. Gut gemacht. Das verdient eine Belobigung von dir. Jetzt weg mit dem Tor, dass wir hier durch können an diesem Punkt. Wir haben ja jetzt schön was an Belohnung gekriegt. Eine Waffe und eine Rüstung, glaube ich. Oder irgendwas anderes. So. Gut. Noch mehr Angriff für ihn. Jo, noch mehr Angriff für ihn auf jeden Fall. Da rennst du mal noch rein in die Chimäre. Und da Truppen nachrufen. So. Jetzt ist hier noch ein Manticore. Den kriegen wir aber hoffentlich ziemlich schnell weg, ja. Und weiter vorrücken. Da kommt wieder was durchgebrochen. Jo, ein Havoc-Trupp und ein solchen Marine. So, raus mit denen da. Bevor die uns alle töten. Das ist ziemlich zerstört. So, da ist noch eine Laserkanone. Dann hätte ich gerne meinen Ugrin-Trupp wieder. Na gut. So, zwei von denen. Einen grade ich mit der neuen Kanone ab, einen grade ich mit dem Laserkanonen ab. Wir sind jetzt unterwegs. Das Ding ausschalten. Ziel zerstört. Ja, ja. Kommt, Ungläubige. Ulkair heißt jeden willkommen. Bin in Bewegung. Ja, besiegt den Kommandanten der Abtrünnigen. Der hat einen Banewolf. Einen Gülle schießenden Banewolf, um genau zu sein. So, Waffentrupps. Jetzt erstmal da die Chaos Space Marines loswerden. Das ist ziemlich zerstört. Ich höre zu auf dem Weg. Diese Soldaten. Melde Feindkontakt. Ja, da ist er, genau. Der abtrünnige Kommandant in seinem Banewolf. Feuer erleuchtet! Werden angegriffen! Deckung hält! Melde Feindkontakt!
bau dich mal ab und neu wieder auf. So, und schieß auf den da. Möge mein Fleisch eitern und faulen und neues Leben hervorbringen für Nörgel. Ja, eitern und faulen und dann kommen die Maden. Das meint er mit neuem Leben. Ja. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. So, für den Einsatz kriegen wir... Katarchanischer Leibwächter. Ah, endlich mal ein Upgrade für unseren Generalfeldmarschall. Er ist immer noch Stufe 3, also geben wir dem mal irgendwas, dass er Stufe 4 wird. Und nehmen ihn wahrscheinlich bei der nächsten Mission mal mit. So, hier ist klar, was wir kriegen. Den lieben was. Level up für ihn. Kann mit dem extra Wille kombiniert werden. Das extra Wille habe ich noch nicht. So, katarchanischer Leibwächter für dich. Recyceln Sie diese Ausrüstung, um Sentinels zu verbessern. Habe ich nichts dagegen. Erfahrung für den Trupp. Verwendbar durch Castor und durch Sergeant Merrick. Laserkanone im Kadi-Muster ist, glaube ich, besser als... Ja, ist besser als die. Das heißt... Die rüste ich mal mit der Rüstung aus. Wobei ich sicherlich eine bessere für dich hätte. Oder auch nicht. Da wird das mal verbraucht. So, jetzt noch die Sachen. Schussfrequenz steigern ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man eigentlich auch irgendwie ein zusätzliches Kommandantenfähigkeitsding hinzukriegen? Hm, sehe ich jetzt nicht so direkt. Bei ihm wollte ich auf jeden Fall noch den zweiten Waffenslot haben. Den zweiten Zubehörslot hier. Ja doch, machen wir erstmal hier unten was. Bei ihm. Wenn er nicht eingesetzt wird, erleiden Soldaten weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Mhm. Gehen wir bei ihm weiter auf Schaden, so. Und pushen wir ihn mal mit dem Ding hoch. Kriegt er noch gleich ein Level ab. Wir packen noch Fanatismus mit rein. So, da ist er schon mal hier. Dann könnte er fast schon die Waffe benutzen. Weil die ist definitiv besser als die Energiefaust. Energieschwert. Macht nicht so viel Schaden an Fahrzeugen, dafür mehr an Gebäuden. Und dann geben wir mal ihr ein paar Erfahrungspunkte durch das Ding. Und okay. So, das heißt, nächstes Mal nehme ich einfach Lord Byrne wieder mit. Die Inquisitorin lasse ich mal weg. Weil, ganz ehrlich, die Ehrengarde ist doch besser. Und mehr Gesundheit für Gardisten und mehr Schaden von Sentinels ist auch nicht schlecht. Jo. Ah gut, dann geht es
beim nächsten Mal gleich mit den Kapitolgärten weiter. Ich habe doch die Verbesserung für die Sentinels freigeschaltet. Warum habe ich sie nicht gekriegt? Keine Ahnung. Weil da war auf jeden Fall Verbesserungsding, um Sentinels zu verbessern. Auf jeden Fall haben wir ab jetzt den lieben was Panzer. Siegespanzer und Todesklingenpanzer. Gegen sämtliche Ziele effektiv, effektiv gegen Fahrzeuge. Ja, das mit der Todesklinge klingt auf jeden Fall toll. Ja, und halt die verstärkte Panzerung haben wir noch nicht freigeschaltet. Hier können wir beim schweren Waffenteam die Sergeants dann freischalten. Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Also, bis dann.